Hebamme ist mein zweiter Beruf. Ich bin im Erstberuf gelernte Rettungsassistentin und war 6,5 Jahre bei der Berufsfeuerwehr und habe dann tatsächlich eine Geburt gemacht im Rettungsdienst. Und das war das, was ich machen wollte, für immer. Also ich glaube, dass eine Geburt so das letzte Abenteuer ist. Da kommt keine Safari, kein Tiefseetauchen, kein Fallschirmsprung mit. So eine Geburt ist im Leben einer Familie, im Leben einer Frau, das Extremste und gleichzeitig das Anstrengendste und Schönste, was man erleben kann. Es ist wunderbar zu sehen, wie Menschen, wie Frauen in dieser Situation reagieren, wie sie mit sich arbeiten, wie sie das annehmen, wie sie Kräfte entdecken, von denen sie gar nicht wusste, dass sie da sind. Hebammen können grundsätzlich eine Schwangerschaft, eine physiologische Schwangerschaft, alleine begleiten. Nach der Geburt betreuen wir die Frauen im Wochenbett und wir begleiten so diese erste Zeit. Das ist so wie Fahrradfahren. Man steigt nicht auf und kann das, sondern man muss mit so einem Kind erstmal umgehen. Das Wickeln, das kleinste Problem. Wie funktioniert das mit dem Stillen? Wie ist das plötzlich, wenn so ein ganz neues Wesen da ist? Das ist nur so groß, aber das bestimmt meinen ganzen Alltag. Wie lerne ich das Kind zu ernähren? Wie lerne ich, auf das Kind einzugehen? Dieses übliche, warum schreit denn das jetzt? Warum schläft es jetzt? Wann ist es wach? Was tut es? All das begleiten Hebammen. Wir sind für eine relativ kurze, aber sehr intensive Zeit Bestandteil einer kleinen Familie, kommen in diese Familie rein, verlassen diese Familie aber auch wieder. Das ist so, das ist das, was Hebammen tun. Wenn ich ihren Bauch abtaste, weiß ich, wie das Baby in ihrem Bauch liegt. Ich kann natürlich über Untersuchungen sagen, was macht der Muttermund, was macht der Kopf, was ist während der Geburt, wie läuft. Ich kann aber auch ganz einfach mal mit den Händen einen Rücken massieren oder auch mal einfach nur die Hand auf so einen Arm drauflegen oder auch meine Frau trösten und streicheln, wenn sie das braucht. Ich kann das Kind anfassen mit den Händen. Das ist so, unsere Hände machen alles. Ich weiß nicht, ob es der tollste Beruf der Welt ist. Es ist für mich der einzige Beruf, den ich mir vorstellen kann, weil wir jeden Tag Kindergeburtstag feiern. Das ist einfach schön. Ich bin Michaela Mülligans, ich bin Hebamme in Babytown.